Ja, huhuhuhui. Ja, das ist ja Hürdengauli hier. Ich hab mir noch ein lecker Brotzeit gemacht, bevor wir hier alles wegklatschen. Herzlich willkommen zurück auf ein neues Ründchen Arena Gepäche mit Cloud. Und ja, wir haben natürlich den Einsatz wieder zusammen oder immer noch und labern gar nicht erst so viel rum und stürmen die Arena. So, ja, hier, bezahlt. Kauf abgeschossen. So, was haben wir denn zur Auswahl? So, Valera hatten wir in der vorigen Runde. Heute nehmen wir mal, wenn ich zwischen Rexa und Uta entscheiden müsste, Uta. Du wirst dienen, das ist schön. So, aber kommen wir zum Deck. So, als erste Auswahl haben wir gleich etwas Seltenes, das ist schön. Beschwörungsstein. Jedes Mal, wenn ihr einen Zauber wirkt, wird ein zufälliger Diener mit den gleichen Kosten herbeigerufen. Das ist ja nice. Agentum Wachmann. Kann nicht angreifen. Inspiration. Kann in diesem Zug wie ein gewöhnlicher Diener angreifen. Ja. Und Heiliger Zorn. Zieht eine Karte und verursacht Schaden, der ihren Kosten entspricht. Also ich sage mal, dass dieser Beschwörungsstein ganz gut klingt. Wenn er überlebt, natürlich auch nur. Und wenn wir genug Zauber haben. Haben wir ja im vorigen Part mitbekommen, muss nicht immer sein, dass wir genug Zauber haben. Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert, aber wir nehmen mal den Beschwörungsstein mit. Okay, was haben wir hier? Fossiler Teufelssaurier. Erhält Spott, wenn ihr ein Wildtier kontrolliert. Verstohlenheit, das ist eine gute Anfangskarte, finde ich. Und ein Schaden, okay, wir nehmen den Goblin Pirscher. So, hier ganz klar den Moorschleicher. Weil das ist eine relativ sehr gute, super gute Spottkarte. Habe ich erwähnt, dass die super gut ist? Ich glaube schon. So, hier auf jeden Fall Heldenopfer. Also es ist ein Geheimnis, was wir aufs Brett legen. Und wenn der Gegner uns angreift, stürmt ein 2-1er Verteidiger herbei, der dazwischen springt. Das kann so einiges verhindern. Okay, was haben wir hier? 1-1er mit Gottesschild wäre nutzvoll für den Anfang. Aber ob wir die zum Anfang bekommen, das weiß keiner. Ich bin echt in Versuchung, mal die 10er-Karte hier mitzunehmen. Weil wenn ab 10 Mana jemand so ein gesichtsloses Ungetüm kommt mit 10-10, wäre ich schon überrascht. Also den muss man erstmal loswerden. Deswegen nehmen wir ihn mit. Gesichtslos, obwohl er ein Gesicht hat. Naja, mehr ein Rüssel wie ein Gesicht. Okay, Segen der Macht verleiht einen Diener 3 Angriff. Hüterin von Uldaman setzt den Angriff und das Leben eines Dieners auf 3. Das klingt interessant. Wir könnten praktisch unsere Rekruten damit pushen. Und Neurubischer Prophet, wir nehmen die Hüterin von Uldaman. Oh, jetzt kommen wir zu was Epischem. Zwielichtbeschwörer ruft einen gesichtslosen Vernichter 5-5 herbei, wenn er stirbt. Aufziehgigant kostet ein weniger für jede Karte auf der Hand eures Gegners. Bergriese kostet ein weniger für jede andere Karte auf eurer Hand. Hä? Beide 8-8? Das halte ich für, ja, keine Ahnung. Das ist jetzt natürlich die Frage. Im Groben und Ganzen hat meist der Gegner immer mehr Karten auf der Hand. Wir nehmen mal den Aufziehgigant. Heute gehen wir mal all in. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Zauber. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minions. Wir müssen ein bisschen schauen, dass wir Zauber an den Start kriegen. Stellt bei jedem euren Helden... Stellt bei eurem Helden für jeden feindlichen Diener 2 Leben wieder her. Oder ein Zauber 4-4. Wir nehmen Segen der Könige.
damit wir einen Zauber hier auch ein bisschen vorankommen. Ja, das ist auch wieder so gut gemeint Karten. Wir nehmen mal den Steinhaut-Gargoyle mit. Weil vielleicht können wir den Gegner ein bisschen zur Weißglut bringen, indem er ihn nicht vernichten kann und er sich jede Runde wieder voll heilt. Okay, was haben wir hier? Selten. Rabenhold-Assassine, gute Karte. Aber sehr viel Mana kosten. Dunkelhain-Statthalterin. Jedes Mal, wenn ihr einen Diener mit einem Leben herbeiruft, erhält dieser Gottesschild. Nice. Ja, auf die Rekruten bezogen, sehr nice. Mitternachtsaffe. Erhält +1 Angriff für jeden andere Karte auf eurer Hand. Ja, wir nehmen die Dunkelhain-Statthalterin mit. Weil mich würde es mal interessieren mit diesem Gottesschild. So. Okay. Ansturm brauchen wir nicht. Entdeckt ein Wildtier. Das kann ein gutes Wildtier sein. In Valeras Durchzug hat uns, glaube ich, diese Gruftspinne, wenn ich mich nicht ganz irre, den Bananenking, König Muggler, geschenkt. Daher nehmen wir sie nochmal mit. Flammenjongleur. Kampfschrei. Fügt einem zufälligen Feind einen Schaden zu. Zufällig. Aber für eine Zweierkarte nicht schlecht. Erzmagier Zauberschaden +1. Könnten wir das mit irgendwas kombinieren? Weiß nicht, ob das auch für Segen der Könige gilt. Aber in dem Sinne können wir das noch nicht irgendwie mit einbringen. Ruft für euren Gegner einen zufälligen Diener herbei, der einen kostet, wenn er vernichtet wird. Unsere Mana-Kurve. Wir nehmen mal den Flammenjongleur mit. Vielleicht brauchen wir den einen Schaden noch. Rächer. Wenn einer eurer Diener stirbt, erhält ein zufälliger befreundeter Diener 3+2. Nice. Nehmen wir mit. Hier brauche ich gar nicht rumeiern. Segen der Weisheit. Wenn wir das auf einen Diener machen, bekommen wir mit jedem Angriff, was der Diener macht, beziehungsweise den er macht, bekommen wir eine Karte. Wir können das auch auf die Gegner wirken. Immer gut zu haben. Okay. Hier nehmen wir den Taurenkrieger. Ich schaue auch etwas auf unsere Mana-Kurve. Hier auf jeden Fall Weihe. Weihe fügt allen Feinden 2 Schaden zu. Auch den gegnerischen Helden. Okay, das kenne ich gar nicht. Siegel des Champions verleiht einen Diener +3 Angriff und Gottesschild. Mad Bomber, verrückter Bomber, verursacht 3 Schaden, der zufällig auf alle anderen Charaktere verteilt wird. Erlösung. Ja, weiß ich nicht. Das hier klingt ganz interessant. Ja, wir nehmen mal das Siegel des Champions mit. Okay, was haben wir hier? Schon wieder Geheimnisse. Fügt einen zufälligen Feind 2 Schaden zu, nachdem ihr einen Piraten herbeigerufen habt. Wir haben kein Piratendeck. Daher bleibt es nur eine 2-3er-Karte für 2 Mana. Rächer haben wir schon. Siegel der Weisheit kann man eigentlich nicht genug haben. Oder lieber Rächer. Wir nehmen den Rächer nochmal mit. Ich glaube, ein Card Draw ist schon okay. So, Verstohlenheit Gottesschild. Verleiht einem Diener +2 Angriff in diesem Zug. Verursacht einen Schaden. Wir nehmen den ruchlosen Unteroffizier mit. Er könnte einen größeren Minion von uns vielleicht noch pushen, wenn wir es brauchen mit 2 Angriff. Daher nehmen wir ihn. Schon wieder was Seltenes. Todesröcheln ruft 3 Wichte herbei. 2-2. Okay. Meisterschwertschmied verleiht am Ende eures Zuges einem anderen zufälligen befreundeten Diener +1 Angriff. Und Arkan Nullifizierer X24. 24? Ja, 24. Erstens hat er Spott,
und kann nicht als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeiten gewählt werden. Für 4 Mana mit nur 2 Angriffen und 5 Leben ist das eine gewagte Sache. Ich glaube, das hier ist ganz gut. Ja. Wir gehen mal jetzt nicht davon aus, dass er uns silenzen kann. Und wenn die Karte drauf geht, haben wir wenigstens noch 3 2-2er-Wichte. Warum denn nicht? Nehmen wir mit. Okay, Magma Vita, reden wir gar nicht drüber. Göttliche Stärke verleiht einem Diener 1 plus 2. Oder verleiht einem Diener Gottes Schild. Hier nehmen wir Gottes Schild. Weil, stellt euch einfach mal vor, wir haben einen 8er Damage Minion auf dem Feld mit, sagen wir mal, 3 Leben. Und ein 8er Damage Minion vom Gegner mit 8 Leben. Ja. Somit können wir ihn schützen, ihn wegbächen und sind immer noch da. Ja, damit. Okay. So, 2er Karten haben wir jetzt nicht. 2, ja. Psychotron, Spott und Gottesschild. Dieses Teil nervt ohne Ende, beziehungsweise wenn man das als Gegner hat zumindest. Der Feendrache ist mir für 2 Mann aber auch relativ gut. Ach, was nehmen wir da? 5er Karten haben wir nur den Beschwörungsstein. Ach, meine Güte, ich weiß es nicht. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Selbst als Paladin ist man da nicht verschont. Auch wenn man in heiligem Licht badet, heiliges Lichtwasser trinkt. Und ja. 2er haben wir nur. Komm, wir nehmen den Feendrache. Wir nehmen ihn einfach. Buße. Nachdem euer Gegner einen Diener ausspielt, wird dessen Leben um 1 verringert. Könnte vielleicht später noch eine gute Rolle spielen. Ein Ersatzteil. Oder ein 4-5er und 2 Heilung für alle. Da wir nichts mit Heilung haben und nur einen 5er Stein und nicht mal einen Minion, nehmen wir die Dunkelschuppenheilerin. Genau. Okay, was haben wir hier? Unheimlicher Schrecken. 6, 10 und 8 Mana kosten. Also ich bin zufrieden, wenn wir überhaupt bis Runde 7 oder 8 kommen, um so viel Mana kosten zu haben. Demut setzt den Angriff eines Dieners auf 1. Das wäre ein, ja, ein Final Schritt, den wir gehen könnten, wenn wir echt ein Vieh auf dem Brett haben, was so viel Schaden macht. Entdeckt ein Diener hält 1. Ach, wer die Wahl hat, na? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Noch 7 Karten. Ach nee, 8, glaube ich. Ja, okay, also die hier 8 Mana kosten. Ich wäre zufrieden, wenn wir in der Zeit den Gegner schon weggebasht hätten. Demut. Ah, das interessiert mich hier. Wenn wir eine Karte entdecken, kann es immer passieren, dass wir auch irgendwas Legendäres oder Episches entdecken. Ach, wir nehmen Licht in der Dunkelheit, komm. Okay. Eure Rekruten der silbernen Hand haben plus einen Angriff, solange er auf dem Brett ist. Verleiht ein Diener plus 3 und Gottesschild haben wir schon. Buße haben wir, glaube ich, auch schon, oder? Nee, haben wir nicht. Dreier. Die Dreierkurve ist Siegel. Ja, genau die. Die und er. Ja, komm. Schlachtrossausbilder ist uns vielleicht hilfreicher. Ja, Agentumbeschützer auf jeden Fall. Wir können damit einen anderen eine Bubble verleihen. Bubble ist immer gut. Nicht nur Bubblegum, sondern auch die Schutzbubble. Okay, haben wir schon wieder. Haben wir den nicht schon?
Ja, das wäre nice, wenn die bis zur 10. Runde kommen. Dann können wir gleich hintereinander bam, bam, gleich durchspielen. Spott. Spott haben wir, glaube ich, gar nicht, oder? Wir schauen mal ganz kurz durch. Ich glaube jedoch nicht. Doch, den Taurenkrieger. Und den Moorschleicher. Okay, ein Dreier und ein Siemer. Vielleicht kommt er uns hier noch ganz gelegen, um unsere anderen Diener zu pushen. Riesenkröte. Todesröcheln. Fügt einem zufälligen Feind einen Schaden zu. Morgenspitzel. Eigentlich auch eine gute Karte, eine gute Einer-Karte. Aber ich vertraue jetzt einfach mal drauf, dass wir... ja, mit irgendeiner Zweierkarte eventuell gut starten können. Hier nehme ich den Icewind Yeti, weil er hat stabile Werte für eine Viererkarte. Ach du meine Güte, Heilung oder verleiht ein Diener mehr Angriff und Leben. Also man sagt ja, oder man geht davon aus, dass ein Paladin sich heilt etc. Ich bin da gar nicht so unbedingt dafür, weil wo die Heilung ist, fehlt Platz für andere Schadenssachen oder Minions. Natürlich kann es auch kann das uns auch retten, aber wir haben auch keinen Echt-Silberbringer diesmal bei. 1, 2, 6 Leben. Können wir nämlich auch auf Minions wirken? Komm, wir nehmen mal einmal heiliges Licht, kann sein. So, die letzte Karte. Silidit-Schwärmer kann nur angreifen, wenn euer Held in diesem Zug angegriffen hat. Nee, Messer-Jongleur habe ich auch oft gesehen, aber nie wirklich mitgehabt. Weil wenn wir ihn draußen haben und einen anderen Diener aufs Feld legen, verursacht er einen Schaden irgendwohin. Irgendwohin, das ist das Problem bei der Sache. Oder ein Buff, was alles verdoppelt. Kann man machen. Hat sicher auch einen Überraschungseffekt für sich. Ich ziele da mal auf unseren gesichtslosen Ungetüm zum Beispiel. Angenommen, in der Runde wird er ausgespielt. Er ballert ihn, sagen wir mal, bis zu 2 HP runter. Hat selber noch 17, 18 HP. Er wird niemals, glaube ich, mit diesem Teil rechnen. Deswegen nehmen wir den gesegneten Champion. So, das ist unser Blatt und ich bin relativ zufrieden damit. Ob es sich bewähren wird, werden wir im nächsten Part sehen, wenn ihr Lust habt, wieder dabei zu sein. Und ja, seid im Lichte gebadet und im Lichte gebadet. Ciao!